Hallo zusammen, hier spricht Miriam Rakca und ich möchte euch heute etwas über die Esskastanien erzählen. Ich war heute Esskastanien sammeln und dachte, ich nutze die Gelegenheit, um das neu gesammelte Wissen einfach mal weiterzugeben. Und ihr seht hier meine Ausbeute, wo ich gesammelt habe, ist in Oberursel, da gibt es ein großes Waldgebiet, also wenn ihr sammeln wollt, fahrt dorthin. Sonst auch Kronberg ist bei Frankfurt eben auch ein sehr beliebtes Esskastaniengebiet. Und das Tolle ist einfach, warum sind Esskastanien so wertvoll in der Ernährung? Man kennt sie so vom Weihnachtsmarkt in gerösteter Form, da wird sie im Ofen geschmissen, in der Schale eingeritzt und man kann sie eben so naschen, hat einen sehr süßlichen, nussigen Geschmack und botanisch gesehen ist es auch eine Nuss. Nüsse haben an sich eigentlich einen hohen Fettanteil, aber die, sage ich jetzt mal, Esskastanie hat einen hohen Stärke- oder hohen Kohlenhydrateanteil, bestehend eben aus Stärke und Saccharose hauptsächlich. Und da sie eben sehr wasserhaltig ist und eben auch zuckerhaltig, von natürlicher Art, ist sie eben auch nicht lange haltbar. Von daher müsste man sie relativ zügig verarbeiten oder verarbeiten und damit eben was Leckeres draus machen. Im Handel gibt es ja auch solche Esskastanien, die sind aber dann eben mit Wasser behandelt und eben konserviert. Deswegen sind diese meistens sehr, sehr lange haltbar, also viel länger haltbar. Die frischen, wie gesagt, einfach schneller verzehren, was ja auch gar nicht so schwierig ist. Die sind sehr, sehr lecker. Neben eben Kohlenhydraten und Saccharose, was jetzt so als Inhaltsstoff für den Körper vielleicht für einen schneller Energielieferant ist, aber an sich erstmal mineralientechnisch relativ uninteressant. Was noch drin ist, ist viel Kalium, wenig Natrium. Ansonsten noch B-Vitamine, B12, B12 sage ich schon, B2 und B3. Und eben ist eben nach Hildegard von Bingen, sie hat selber schon erzählt, das ist eine Frucht, die sehr den Körper stärkt, gerade auch bei Nervenleiden. Sie hatte in ihren Werken auch geschrieben, wenn man einen, sage ich jetzt mal, überanspruchten Kopf hat, kann man den wieder füllen und nähren und das Gehirn aufbauen. Das heißt, für stressbeplagte Menschen, die sich einfach mal wieder erden möchten, ist eine Esskastanie sehr, sehr wertvoll. Ansonsten, was kann ich denn noch erzählen? Tolles, wertvolles, spannendes, was so vielleicht ein Anreiz ist, die Esskastanien in die Ernährung einzubauen. Das Tolle daran, sie wird halt basisch verstoffwechselt im Körper. Und wer sich eben wirklich so im Säurebasenhaushalt basisch ernähren möchte, kann eben auch aus der Kastanie in die Suppe integrieren, das Mehl daraus auch nutzen, um eben vielleicht auch Brot zu backen. Man muss halt nur aufpassen. Das Brot wird leicht süßlich, vielleicht nicht allzu viel Kastanienmehl nutzen, denn die Kastanie von sich aus ist sehr, sehr süß. Warum lohnt es sich denn noch, die Kastanie zu integrieren? Also es gibt ja gerade auch eben Menschen, die Zöliakie haben, also kein Gluten vertragen, kein Getreideeiweiß, sage ich jetzt mal Klebereiweiß. Und es gibt auch viele, viele Menschen, die vielleicht jetzt nicht diese erbliche Krankheit haben wie Zöliakie, aber die glutensensitiv sind, eben sensibel auf dieses Gluten reagieren. Und Esskastanien sind vollkommen glutenfrei. Von daher ist es eine tolle mineralreiche Ergänzung in Richtung einfach mal alternative Mehle, stärkehaltige Mehle zu nutzen. Und man kann daraus tolle Pfannkuchen kreieren, die einfach mal von der Mineralstoffdichte höher sind als jetzt ein klassisches, sage ich jetzt mal, Reismehl. Oder man kann das wirklich also wie Mehl nutzen für alle anderen Speisen. Eben darauf achten, ist eben leicht süßlich. Ne? Ist vielleicht auch positiv, dann braucht man weniger Zucker, zum Beispiel für Pfannkuchen. Ja, also das ist sozusagen die Esskastanie. Und so schaut die aus. Das ist eine ganz stachelige Angelegenheit. Und das Verrückte heute war im Wald,
dass eben ständig solche igelartigen Früchte von den Bäumen fallen. Das war schon leicht gefährlich und man hatte wirklich Angst. Wenn sowas auf den Kopf fällt, ist nicht gerade angenehm, denn die Stacheln sind wirklich sehr, sehr igelig, also wirklich sehr, sehr groß, stark. Hätte ich nicht gern auf den Kopf bekommen, aber wie gesagt, aktuell fliegen sie halt überall runter. Ganz spannend, ist eine lustige Sache. Und haben eben diese tollen Früchte, eigentlich kostenloses Superfood, for free erhältlich. Und was es eben auch noch gibt, es gibt schon fertiges Kastanienmehl, also man muss sich dann nicht immer die Mühe machen, wirklich dann zu dieser einen speziellen Jahreszeit sammeln zu gehen und dann zu lagern und Mehl herzustellen. Denn von Naturgaben gibt es eben ein fertiges Mehl in Rohkostqualität. Rohkostqualität ist dahingehend an sich wichtig, weil eben es auch Marken gibt, die geröstetes Mehl einsetzen, wie Bauk. Und da sind eben an sich einige Vitamine gehen da verloren durch diesen Röstprozess, die in Rohkostqualität eben noch enthalten sind. Bei Rohkostqualität muss man halt nur aufpassen, dass die, sage ich jetzt mal, Keimbelastung nicht so hoch ist. Das merkt man als Kunde nicht, aber einfach darauf achten, dass es nicht schon schimmelig ist. Es verdirbt einfach schneller. Dann gibt es noch von Govinda Kastanienmehl, auch in Rohkostqualität, glutenfrei. Und da sind einfach noch ein paar Rezepte enthalten. Man kann das auch in Müsli reinrühren, in den Haferbrei, wenn man es glutenfrei will, auch in glutenfrei Haferbrei. Und das wertet sozusagen einfach nochmal die Nahrung auf und stärkt und wärmt auch. Also wirklich ein tolles Produkt der Natur. Und früher war das ein arme Leute-Essen. Heutzutage ist es einfach wieder, kommt es langsam so in das Bewusstsein der Menschen und wird langsam wieder zum Glück integriert in die Ernährung, denn das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles Powerfood. Ich könnte euch jetzt noch sehr, sehr viele Sachen erzählen, was Goethe darüber gedacht hat und Hermann Hesse hat sich ja auch damit beschäftigt, aber ich denke, das reicht jetzt erstmal so als Information für euch, für euren Körper. Vielleicht als kleine Motivation mal in den Handel zu gehen oder in die Natur am besten. Das ist eigentlich so das Beste, frische, gerade jetzt sind sie halt reif, Esskastanien zu sammeln. Passt auf, nehmt euch vielleicht ein Hütchen mit, damit ihr das dann auf den Kopf bekommt. Und ja, probiert es mal aus. Ich werde heute diese Esskastanien schälen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie schäle oder erstmal 2 bis 3 Stunden in Wasser einlege und dann einritze und im Ofen sozusagen röste, bin ich mir noch nicht sicher, oder damit eher eine Suppe mache und sie koche. Aber ein toller, toller Tipp noch zum Schluss, wenn ihr es sammelt, wenn ihr die Esskastanien sammelt, dann packt sie nach der Ernte sozusagen in eine Schüssel voll Wasser und all die Esskastanien, die dann nach oben schwimmen, das sind die Esskastanien, die mit Parasiten befallen sind oder einfach schon alt sind innerlich, wo man einfach von außen denkt, wow, die sind noch gut. Dass die sofort aussortieren, wegschmeißen und dann habt ihr einfach die unten liegen, sind dann die guten, die könnt ihr nutzen. Und was halt wichtig ist, einfach für die Verdauung nochmal einfach in Wasser, über Nacht mal in Wasser einlegen und dann verschwinden einfach auch Stoffe in der Pflanze, die an sich vielleicht eine Verdauung ein bisschen behindern würden. Ja, und verwechselt sie am besten auch nicht mit der Rostkastanie, denn die Rostkastanie ist an sich nicht so richtig essbar, enthält viele Saponine, also Seifenstoffe, man kann sie auch zum Waschen nutzen. Also achtet drauf, dass ihr wirklich die richtige nussartige Kastanie, Esskastanie findet. Ihr könnt sie eigentlich fast gar nicht verwechseln mit der Rostkastanie, wenn man sie wirklich kennt. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Sammeln. Und dann bis zum nächsten Mal.